Wir haben jetzt mittlerweile, glaube ich, 6 Uhr oder kurz nach 6. Und heute bin ich wieder mit dem LKW unterwegs. Und wir wollen jetzt als allererstes Tiefkühlprodukte, um genau zu sein, Räucherfisch, fahren. Wie lange ich heute fahre, weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht, weil ich bis jetzt nur einen Auftrag habe, mit dem ich erstmal so 3-4 Stunden beschäftigt bin. Und alles, was danach kommt, wird nachher die Dispo entscheiden. Guten Morgen. Ich mache jetzt ein bisschen das Ziegengehege schier und ich muss aber erst die Hühner rauslassen. Die sind noch drin. Sven Ole ist nämlich heute früh mit dem LKW weg und ich habe die Kinder im Haus. Mal gucken, ob die gleich rauskommen. Oh, wo ist denn das Band jetzt? Naja, muss es so gehen. Morgen. Guten Morgen. Moin, Hans. Komm. Und ich möchte auf jeden Fall, dass es hier echt so ein kleines, so eine kleine Erlebnisecke einfach wird, ne? Und wenn wir jetzt noch die Wohnmobil-Leute haben, dann kann man ja wirklich echt überlegen, wenn ich ganz gerne so eine Outdoor-Hexenküche hier haben. Das möchte ich hier irgendwie überdacht haben, wo man auch mal halt beim Regen Stockbrot machen kann. Oder irgendwie anders grillen kann, dass man es halt vermietet. Das LKW-Fahren ist zurzeit tatsächlich unsere Haupteinnahmequelle, ja. Wobei Jenny mit ihren Veranstaltungen auch sehr viel dazu beiträgt, dass wir im Monat über die Runden kommen. Die Stimmung aktuell zu Hause ist, ja, angespannt bis leicht locker. Also durch den Brand in der Maschinenhalle sind natürlich noch mal einige Sachen dazugekommen, die jetzt ja einfach uns auf den Nerven liegen. Also Versicherung, Gutachter und all so ein Tüdelkram, worum man sich jetzt kümmern muss. Das ist schon anstrengend, frisst Zeit und kostet auch extrem viel Nerven. Aber irgendwie kriegen wir das immer gewuppt gemeinsam. Ich habe natürlich hier meine Ruhe, sag ich mal, außer ab 9 Uhr, dann klingelt mein Telefon auch eigentlich in einer Tour. Aber trotzdem hast du hier mal so eine Stunde, wo du mal runterfahren kannst und nachdenken kannst. So. Also, wenn ich jetzt behaupten würde, bei uns ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, dann würde ich lügen. Das wird man mir aber auch sofort ansehen, wenn ich lügen würde. Natürlich gibt es viele Diskussionen. Und das ist halt auch nicht zu unterschätzen. Man darf auch echt nicht vergessen, wir wohnen hier, wir leben hier mitten auf der Arbeit. Er hat halt den Vorteil, er ist jetzt weg. Er findet mal, oder sieht mal was Neues. Ich bin natürlich auch ein bisschen gereizter, weil ich nichts anderes sehe, keine Kollegen habe, die man sich mal austauschen kann, ein bisschen schnacken kann. Das ist schon immer ein bisschen, manchmal auch ein bisschen frustrierend. Ja. Magst du aufhalten, Schatzi? Aufhalten. Aufhalten, ja, bitte. Das kann ich ja gerne. Sehr gerne. So, nicht raus, ja? Ach, so. Nee, gerne, nee. Dadurch, dass wir jetzt so circa alle halbe Jahre immer wieder so einen neuen Schicksalsschlag bekommen haben, also richtig großen Schicksalsschlag, belastet das natürlich nicht nur so einen Betrieb, sondern das belastet natürlich auch die Beziehung. Aber trotzdem, wir haben ja nicht umsonst geheiratet, sondern wir stehen uns immer
gegenseitig zur Verfügung und stärken uns immer gegenseitig den Rücken. Das ist ja auch irgendwo, ich sag mal, der Sinn von der Ehe, dass man sich immer gegenseitig stärkt, egal wie scheiße das letztendlich ist. Und viele hätten da wahrscheinlich schon das Handtuch geworfen, aber wir nicht. Also das so leicht lassen wir uns nicht unterkriegen. Da ziehen wir schon durch. Also irgendwie schafft es jetzt immer wieder, uns dann hochzuholen und sodass wir beide auch dann irgendwie positiv weitermachen können. Also irgendwie schaffen wir das immer. Wir wissen nicht ganz genau wie, aber die Chemie ist halt so bei uns. Weiß ich auch nicht, kann man nicht beschreiben. Muss man selbst irgendwie erleben, um das zu wissen und erfahren zu können. Also die ganzen Rückschläge, die wir einfach jetzt wirklich all die Jahre, seitdem wir den Hof auch übernommen haben, uns widerfahren, das natürlich hapert das also man merkt das schon an der Beziehung einfach, ne? Also wir haben viele unterschiedliche Meinungen, Ansichten. Ich bin so ein Typ, ich mag Sachen schnell erledigt haben. Während Sven Ole eher so der entspanntere Typ ist. Unsere Kommunikation ist auch nicht so die beste zwischen Mann und Frau. So, ihr Lieben, hier. Gleich gibt es noch eine Portion Heu. Also Sven Ole ist einfach der entspanntere Typ bei bestimmten Themen. Also ich sag zwar erstmal so ein kleiner Choleriker, aber dann, wenn ich halt eher so in Fahrt bin, emotional, ist er so der Typ, der so ein bisschen erdet auch und ruhiger ist und Sachen gerade mal so auch ein bisschen neutraler sehen kann, wenn ich ja voll mittendrin bin. Und das ist auf jeden Fall eine sehr große Stärke, ja. So, wir sind jetzt bei der Räucherei in Lengbostel, das ist hier bei Sittensinn, Rothenburg-Würme die Ecke. Und hier wollen wir jetzt mal versuchen, unsere Paletten loszuwerden mit TK-Fisch, Räucherfisch, ganz feines Zeug. Wir haben jetzt hier plus 17 Grad, so Außentemperatur in diesem Bereich. Und hier hinter der Trennwand haben wir minus 25 Grad. Ne, ist arschkalt. Es ist normalerweise nicht so, dass nur zwei Paletten auf dem Auto sind. Meistens das ja bis wirklich hinten an die Türen voll beladen. Also so mit 33 Paletten, das ist so das Max, was geht. Aber in diesem Fall, wenn halt nicht mehr da ist, dann ist halt nicht mehr da. Ne? Ja, ich weiß nicht, ob ihr es hier erkennen könnt. Das ist ja die Fläche, wo unser Heu untergebracht worden ist, als es gebrannt hat und hier auch weiter gelöscht wurde. Das ist auch nicht unsere Fläche, das gehört anderen Landwirten. Und ja, es wurde innerhalb von zwei Tagen alles abgetragen, weggebracht, entsorgt. Und ja, wir selber haben noch kein Geld gesehen für unser Heu. Mal schauen, wo das noch so hinführt, ne? Also. Ja. Viel hat sich hier noch nicht verändert. Viele Gutachter waren hier und langsam geht's voran. Denn zum Glück haben wir ganz viel Hilfe von euch angeboten bekommen. Und diese nehmen wir jetzt an und machen das alles in dem Rahmen anpacken. Da wird dieser Teil, der jetzt hier so rumsteht, komplett nach hinten verlagert, damit die Sanierungsfirma den Teil reinigen kann. Ich finde das richtig, richtig toll, dass so viele für uns auch fremde Menschen uns helfen möchten. Das ist ja heutzutage ja gar nicht mehr so selbstverständlich. Und ich mag ja immer gerne neue Leute kennenlernen. Und ja, viele Hände schaffen schnelles Ende. Ne? Ja. Ihr könnt gar nicht genug von uns kriegen. Dann schaut doch mal in der ARD-Mediathek und am NDR vorbei. Da gibt es unter anderem Hofgeschichten
und weitere spannende Dokumentationen und Knackige Reportagen. Knackige und feurige Reportagen.